Moin moin und herzlich willkommen zum ersten Commentary hier auf dem Kanal. Eine kurze Sache vorweg, bevor ich zum eigentlichen Thema komme. Und zwar wird dieses und möglicherweise folgende Videos den Minecraft-Content nicht beeinflussen, denn ja, Commentaries sind jetzt extrem einfach gemacht, sogar noch einfacher, ich muss das Mikro einmal bewegen, noch einfacher als Let's Plays. Von daher, ja, beeinflusst sich das gegenseitig nicht. Ich kann gerade sowieso keine Minecraft-Videos aufnehmen, weil ich wieder Probleme mit dem Rücken habe. Leute, die den Kanal jetzt länger verfolgen, haben es ja sicherlich mitbekommen. Irgendwo habe ich es, glaube ich, schon erzählt. Ich habe jetzt, es wurde erst besser durch Physiotherapie und jetzt habe ich aber nochmal Einlagen bekommen, die die ganze Körperstruktur nochmal umbauen und dementsprechend muss ich da zwar nicht von Null anfangen, aber da müssen die Muskeln sich dran gewöhnen und dementsprechend kann ich nicht sitzen. Und jetzt habe ich mir gedacht, dann kann ich mal was anderes probieren und Commentaries habe ich mir sowieso schon lange überlegt, ob ich das nicht mal machen könnte, denn ich gebe gerne meinen Senf zu allen möglichen Themen und das ist ja hier sehr gut möglich. Und wie ihr jetzt in dem Titel vom Video schon gesehen habt, geht es um die Bundesjugendspiele und speziell gesagt um eine Petition von einer Mutter, die die Bundesjugendspiele abschaffen möchte. Ich lese euch mal die Zusammenfassung hiervon vor. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das mal durchlesen und hoffentlich nicht unterschreiben. Die Bundesjugendspiele sind nicht mehr zeitgemäß. Der Zwang zur Teilnahme und der starke Wettkampfcharakter sorgen bei vielen Schülern für das Gefühl, vor der Peer Group gedemütigt zu werden. Daran hat auch die Einführung der Teilnahmeurkunde, oh, ich dachte, das heißt Teilnehmerurkunde, für diejenigen, die am schlechtesten abschneiden, nichts geändert. Und am Ende steht halt, so als Fazit, deswegen sollten die Bundesjugendspiele entweder abgeschafft oder auf Freiwilligkeit umgestellt werden. Ja, zunächst zu meinem eigentlichen Sport, meinem eigenen Sporthintergrund. Ich mache sehr viel Sport. Dadurch fingen übrigens auch die Rückenschmerzen wieder an, weil ich eine Zeit lang früher viel Fußball gespielt habe, auch im Verein und so. Und das habe ich dann halt aufgehört und dann jetzt vor einem Jahr wieder angefangen. Und Laufen ist nicht so gut für den Rücken, also für einen gesunden Rücken schon, aber dadurch, dass ich davor 3 Semester extrem viel gelernt habe und viel gearbeitet habe, ja, war das zu viel für meinen Rücken und ich habe ihn auch nicht wirklich dran gewöhnt. Ich habe gleich mit 6 Stunden in der Woche angefangen. Das hätte ich vielleicht langsamer machen sollen. Aber ja, ich mache eigentlich 3-mal die Woche spiele ich Fußball, ich gehe 2-mal die Woche schwimmen und dann halt zwischendurch noch irgendwas anderes immer mal wieder. Dementsprechend, und das habe ich halt auch eigentlich schon immer gemacht, dementsprechend bin ich halt auch kein unsportlicher Mensch und habe bei diesen Bundesjugendspielen zwar nicht sonderlich gut abgeschnitten, aber halt auch nicht schlecht. Es waren nicht meine Sportarten, ich habe immer Mannschaftssport gemacht, Schwimmen ist für mich jetzt auch Unterwasser-Rugby und nicht nur Bahnen ziehen. Und deswegen waren diese Sportarten, die da gemacht werden, sozusagen für mich nur Beiwerk. Konditionen für einen 2000 Meter Lauf habe ich durch Fußball so nebenbei bekommen, aber habe ich jetzt nicht konkret trainiert. Sprinten haben wir halt auch gemacht, aber auch keine konkrete Sprintausbildung. Da kann man als Leichtathlet direkt drauf hin trainieren. Dementsprechend war ich halt, ich glaube draußen habe ich immer eine Ehrenurkunde bekommen und in der Halle war 2 von 5 oder so. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Bundesjugendspiele hatte. Nachher war das, glaube ich, gar nicht mehr. In der Oberstufe hatten wir, glaube ich, keine mehr. Nee, ich glaube nur bis zur 10. Ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall war das jetzt auch keine Veranstaltung, die ich gerne gemacht habe, sondern das waren halt, wie gesagt, alle Sportarten, die nicht zu meinem normalen Repertoire dazugehörten. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, war es sehr gut, dass ich sie gemacht habe. Denn ich habe viele neue Sachen kennengelernt. Ich hätte nie gedacht, dass ich dann ein Salto mit halber Schraube schaffe. Das war die Übung, mit der ich jetzt in der Halle immer noch die Möglichkeit hatte, eine Ehrenurkunde zu bekommen, weil es so auch viele Punkte gab. Und dementsprechend konnte ich mich da immer knapp über diese Grenze, oder oftmals knapp über diese Grenze retten. Genau, aber ja, retrospektiv betrachtet war das
gut, dass ich da neue Sachen ausgetestet habe und auch der Wettkampfcharakter, den habe ich damals überhaupt nicht so als Wettkampfcharakter empfunden. Kann natürlich sein, oder man kann natürlich jetzt argumentieren, dass dadurch, dass ich halt zu den Besseren gehört habe, dass das für mich ja nur Spaß war. Aber ich habe das auch bei den anderen nicht so wahrgenommen, weil es war jetzt auch kein Prestige-Objekt, was man da mit dieser blöden Urkunde hatte. Also die war wirklich, es war halt so eine Urkunde, die keiner danach irgendwo rumgezeigt hat oder gesagt hat, boah, ich habe den 2000 Meter Lauf in 6 Minuten, Das 7 gehört in Minuten ein gemacht Museum. und bin so gut. Das kenne ich überhaupt nicht, weil die Bundesjugendspiele war für alle so, oh ja, keine Schule. Mal gucken, was da kommt. Also, egal. Hauptsache, wir müssen nicht in der Schule sitzen und Englisch, Deutsch und Mathe machen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich es eigentlich ganz gut finde, dass Schüler oder Menschen allgemein in Wettkämpfe sich in Wettkämpfen messen. Dadurch lernt man seine eigenen Grenzen kennen und ich glaube, das braucht man einfach. Wenn man nicht zu einigen Sachen gezwungen wird, dann macht man sie auch nicht. Wenn ich kein Bio oder Chemie zum ganz furchtbaren Fächer für mich. Also nicht furchtbar, ich war jetzt nicht schlecht drin, aber ich fand sie langweilig. Aber wenn ich da jetzt keine Noten bekommen hätte oder das auf freiwilliger Basis gemacht, dann hätte ich das nie im Leben gemacht und ich hätte einfach überhaupt kein Grundwissen in diesen Fächern. Das wäre komplett weg. Wahrscheinlich würden die meisten Menschen dann nur zu Hause sitzen, vorm Fernseher oder vorm Computer und würden überhaupt nichts Neues machen, wenn da nicht immer mal wieder jemand hinter sitzt und der sagt so, ja, komm, jetzt aber los, jetzt mach mal was. Und ich finde es irgendwie traurig, dass man da dann extra gegen angehen muss und da diesen Sport so, ja, so von sich wegschiebt. Also gefühlt ist das so von der Mutter, oh, mein Kind ist jetzt nicht so sportlich, das soll auch keinen Sport machen müssen. Aber das ist doch so unglaublich wichtig, Sport zu machen. Also ich merke es jetzt bei mir, ich bin so unausgeglichen, weil ich jetzt nicht regelmäßig was machen kann. Und halt auch für die Gesundheit ist es extrem wichtig, Sport zu machen. Dadurch hält man sich doch nur fit und kann im Alltag, ist einfach ausgelastet und wie gesagt, man ist halt auch gesünder dabei. Hab da jetzt gerade Gut kein Beispiel. gespielt. Aber es tut dem Körper einfach gut. Okay, dann jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich sagen soll, deswegen beende ich das Ganze an dieser Stelle. Mich würde aber mal interessieren, wie ihr das seht und schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr das für eine blöde Idee haltet oder was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit den Bundesjugendspielen. Das interessiert mich. Lasst es mich wissen, was ihr darüber denkt. Wir sehen uns beim nächsten, nein, hören uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.